CWBW Hayes hat gefragt, kannst du mal ein Video machen, wie man Aiming trainiert und das schnell? Natürlich! Dafür bin ich ja hier. Aber stellt euch darauf ein, dass das Video sehr langweilig werden wird. Also, für mich gibt es zwei verschiedene Trainingsmethoden. Einmal die Methode, die ich anwende, bevor ich Matchmaking spiele. Und einmal das generelle Training. Vor einem Match mache ich es meistens so, dass ich hier im Community-Browser, wenn ich auf Favoriten gehe, hier so ein paar Server habe, die ich dann bespiele. Man sieht auch, die sind immer ganz gut befüllt. Die IPs sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr fügt die hinzu, indem ihr unten rechts auf Server hinzufügen geht. Tragt dann hier die IP ein und dann diese Adresse zu Favoriten hinzufügen. Und dann habt ihr die hier drin und dann seht ihr die immer direkt hier oben, wenn ihr auf dem Reiter Favoriten geklickt seid. Und ja, dann sucht ihr euch einfach einen raus. Ich würde zum Beispiel hier auf FFA Deathmatch gehen und da mich ein bisschen warm spielen, auf Mirage. So, und generelles Training absolviere ich meistens so 10 bis 15 Minuten, je nachdem, manchmal, wenn ich Bock habe. Das mache ich tatsächlich relativ selten, weil, ich zocke lieber competitive, als dass ich irgendwie hier an einem Bot-Server rumlaufe. Da habe ich eine Map, die heißt Aimbots, die ist ebenfalls verlinkt, ist eine Steam-Workshop-Karte, die könnt ihr euch einfach runterladen, kostet nichts, tut nicht weh. Genau, die wählen wir aus, starten die dann im Trainingsmodus. So, wenn wir dann hier drauf sind, dann seht ihr hier, dass wir hier so eine Map haben, mit einem 360-Grad-Blick. Und hier oben habt ihr so komische Panels. Ich mache es dann immer so, dass ich drei von diesen Seiten schließe. Und jetzt seht ihr, was passiert. Die beiden Seiten schließen sich hier. Und dann habe ich hier die Bots vor mir. Und dann geht es halt los, dass ich hier einfach mit Zeit nehme und 10 Minuten mal so ein paar Bots hier abschlachte. Natürlich kann man das auch hier mit allen anderen Waffen machen, die hier so rum, die alle hier so rumliegen. Ihr könnt hier den Helm ausmachen. So, jetzt haben sie keine Head Armor mehr. Jetzt haben sie keine Body Armor, jetzt haben sie gar keine Rüstung mehr. Da könnt ihr also alles hier wunderbar trainieren. Ihr könnt hier auch ein Metronom einstellen, dass ihr quasi sagt, okay, ich stelle jetzt ein Metronom an, was zweimal pro Sekunde klickt und dann muss ich bei jedem Klick einen Schuss absetzen und dann gucken, ob der trifft oder nicht. Können wir auch noch machen. Man könnte hier auch noch ganz viele verschiedene Sachen einstellen. Es gibt, glaube ich, auch noch hier irgendwo was, wo man so ein FPS mit boosten kann, was ich relativ sinnlos finde. Genau, man kann hier noch Long Range einstellen, dann geht die Wand da hinten noch offen. Wobei ich ganz ehrlich bin, dass diese Range hier schon völlig ausreichend ist. Oh. Ja. Also mehr als diese Range braucht man eigentlich nicht zu machen. Ja, und dann kann man natürlich die Bots auch noch bewegen lassen. Man kann hier den Speed auf der linken Seite auswählen. Ich nehme meistens zwei und wähle dann hier random das Random Pattern ein. Und dann bewegen die sich hier so. Und das ist echt schon nicht so einfach, die dann zu treffen. Zumal, wenn man gerade ein Potato ist und gerade aufgestanden ist. Ich habe noch nicht mal meinen ersten Kaffee getrunken und mache dieses Video schon. Ja. Das war es eigentlich auch schon. Mehr kann ich gar nicht sagen. Achso, hier, genau. Es gibt hier noch die Aimbots Challenge. Und da schaue ich mal eben nach. Ich habe nämlich Justus mal einen Screenshot geschickt, was da mein Rekord war. Moment. Okay, ich finde den Screenshot leider nicht mehr. Ich schaue nachher nochmal in Ruhe und wenn ich es finde, dann schreibe ich es in die Kommentare und pinne das an. Oder ich mache einfach das Ding nochmal von vorne. Wenn ich ein bisschen fitter bin als jetzt gerade. Ja, allgemein kann man auch noch sagen, das ganze Training nützt euch nichts, wenn ihr nicht auch tatsächlich competitive spielt. Und da solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht mit irgendwelchen Random spielt, sondern zumindest euch Mates sucht, die dieselbe Sprache sprechen und ihr zusammen im TS seid. Ich mache es meistens so, wenn ich niemanden habe, mit dem ich gerade zocken kann, weil niemand online ist, weil es irgendwie abends ist oder sowas oder generell keiner Bock hat oder keine Zeit hat. Dann hier, möchte spielen, mache ich den an, nach Wettkampf suchen. Und dann werdet ihr hier gleich schon relativ fix sehen, dass ihr hier Einladungen reinploppen. Da warte ich dann immer ein bisschen mehr. Die Lobby gefällt, bis die Leute vernünftige Abzeichen haben, damit da keine komischen Boys bei sind. Hier würde ich jetzt zum Beispiel nicht reingehen, eine russische Goldnummer 1 Lobby. Ja, ukrainisch MGE. Ah ja, schaut mal an, hier. Eine deutsche MG2 Lobby. Das wäre doch was. Ja, und wenn ich das dann gefunden habe und ich mit den Leuten auf TS bin, dann kann ich mit denen auch zusammen spielen und man kann sich zumindest vernünftig unterhalten und kann vernünftige Calls geben. So, das mache ich jetzt mal wieder aus, das geht mir nicht so auf den Sack. Ja, also ich habe euch die Community Maps, die IPs sind verlinkt, ich habe euch die Workshop-Karte verlinkt,
Es gibt noch eine Workshop-Karte. Ne, das war falsch. Es gibt noch eine Workshop-Karte, die ich mal eben nachschaue, wo die ist. Genau, hier, die heißt Aim Course 2. Die können wir auch mal eben starten. Da geht es halt einfach darum, dass du einen abgesteckten Parcours hast, in den du dann so schnell wie möglich bewältigen musst. Und da dann halt diese Zielscheibengegner ausschalten musst. Wieso habe ich mein Standard-Knife? Hallo? Könnte man sich schon extra einen Knife und dann hat man hier noch nicht mal sein richtiges. Ja, genau. Man sucht sich hier seine Waffe aus, mit der man spielen möchte. Ich nehme jetzt mal die M4. Und sobald du dann hier reinschießt, geht's los. Dann seht ihr hier schon. Sind die Leute aufgestellt, die einen dann empfangen. Und dann auf Flashes und sowas hier werfen. Das ist auch ganz nice zum Trainieren. Ich weiß gar nicht, mein Highscore war glaube ich 1 Minute 12 oder sowas. Den habe ich nämlich letztens noch gemacht hier, deswegen kann ich mich noch erinnern. Ich glaube 1 Minute 12. Könnt ihr mal ausprobieren, ob ihr mich knackt. So, alles klar, das war das langweiligste Video ever. Und wahrscheinlich auch eines der kürzesten. Keine Ahnung, wenn ich im Schnitt fertig bin, 5 Minuten oder sowas. Nochmal zur Erinnerung, wir streamen häufiger auf Twitch in letzter Zeit. Link dazu auch in der Videobeschreibung. Da würden wir uns freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Seid aber nicht verwundert. CSGO kommt da eher seltener, weil ich mit meiner fucking Drecks-LTE-Leitung nicht vernünftig streamen kann. Glaub mir, wenn ich das könnte, ich würde all day, all night, würde ich CSGO streamen. Ja, und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, ein Abo und bis zum nächsten Mal. I don't care. Neu ohne der Lance. Wow. Ja, der ist doch tot.